Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ein Daumen hoch hilft jedem kleinen YouTuber im Algorithmus. Kannst du keinen anderen Platz aussuchen, Ansgar, als direkt vor der Tür? Wir werden heute, ihr kennt ja meine Devise, wir werden nichts auf die lange Bank schieben, sondern wir werden heute losziehen und Wölfe jagen. Was wir weg haben, haben wir weg. Jetzt räumen wir erstmal den Krempel raus, den wir noch dabei haben. Und zwar haben wir noch dabei die gesteppten Westen. Fisch behalten wir drin, den brauchen wir zum Essen. Die Gugel, die eine Hose, den Mund, Samenräumer raus. Die Pelze, 10 Stück. Die Pelzschuhe, die Pelzstiefel. Stachel besetzte Knüppel habe ich ja doch nicht alle verkauft. Die Stiefel kommen raus. Die Stöcke kommen raus. Die Tollkirsche kommt raus. Weizenkorn kommt raus. So, jetzt haben wir alles weg. Das Fleisch schaffen wir noch hinüber. Ins Lebensmittellager, da können wir gleich mal gucken, was uns von unseren rausgeworfenen verrottet ist. Wollen wir doch auch alles. Also. Wie viel liegt da hinten? Kommen wir nicht an das Verrottete ran hier? Ja, da bleibt es halt liegen. Über 3000 Mal verdorben ist schon. Nochmal 3700. Und das hier hinten kriegen wir leider nicht weg. Naja gut, da bleibt noch doch nochmal verdorben. Ah, ging nur 27, aber egal. So, wie viel haben wir denn jetzt drin? 7349 mal verdorben. Und wir nehmen uns etwas zu essen mit. Und zwar nehmen wir uns natürlich einen gebratenen Fisch mit. Oder gebratenes Fleisch mit einem Fisch mit. Ist gesünder. Ja. Und ein Fladenbrot nehmen wir uns auch noch mit. Oder haben wir Haferbrötchen? Ne, Haferbrötchen haben wir keine. Ja. Dann klappen wir uns hier so ein Fladenbrot. Zwei. Gut.
Also erstmal ein Fladenbrot und hier gebratenes Fischfilet. Perfekt. Jetzt geht's los, Wölfe jagen. Haben wir überhaupt? Ne, haben wir nicht mitgenommen. Müssen wir welches sammeln? Kein Breitwegerich dabei. Zähne haben wir. Natürlich schwach. Aber hier steht es ja wie gesät. Hier drüben müssten sich doch eigentlich die ersten Wölfe rumtreiben. Wenn du welche suchst, sind keine da. Da oben ist der erste. Number one. Also der dritte ist weg. Bis jetzt sehe ich keinen weiter. Guck an. Ja, mal schauen, ob wir auch Banditen sind. Hier ist der Zaun. Mal an die Knie gehen und etwas anschleichen. Das sind welche. Sind das vier oder fünf? Die meisten sind es vier.
Ach. Erstmal wieder weglocken von ihrem Lager. Zwei sind weg. Ist ja logisch, die treffen mich lebensgefährlich mit den Fäusten. Haben Pfeile drin und treffen mich lebensgefährlich mit den Fäusten, ist logisch. So, die liegen so alle Viere hier rum, alles klar. Ja, einen komischen Knüppel nehme ich gleich mit, mal gucken, ob da noch einer da liegt und am Feuer sitzt. Ihr dummen Ochsen. Nee, der Hirsch hat euch besucht. So, hier ist eine Fackel, hier ist das Geld her, 107 Münzen, alles klar. Ein Trinkschlauch nehmen wir mit. Das Bier. Dann nehmen wir natürlich das ganze Holz mit und die Kiste. Ist ja logisch. Da dort ist wieder Kohl drin, wie ich die Sache einschätze. Haben wir hier noch was rumliegen? Nee. Da liegt noch ein Messer rum. So, Schluck auf. Gut, in den Kohl, die Kohlbande. So, jetzt gucken wir, wo die Banditen rumliegen. Hier ist auf alle Fälle mal ein Eisenpfeil von mir hingeflogen. So, jetzt haben wir uns mit den Banditen hier einen halben Tag vermehrt.
Gut, jetzt gehen wir Wölfe jagen. Hier oben sind noch Wildschweine unterwegs, muss man aufpassen. Wir riechen schon wieder, es riechen soll es doch schon bei Weitem. Von Weitem die Wölfe. Das war wohl der letzte von den drei Wölfen, die sich hier rumgetrieben haben. Hier in dem Lager waren wir schon. Jetzt laufen wir mal über Richtung Rolnica. Da finden wir auch noch Wölfe. Und Dieten haben wir erstmal bekämpft. Hier unten im Wald finden wir doch 3 oder 4 zu kommen. So, hier müssten aber noch welche da sein. Hier waren wir ja noch nicht im Sommer. Ich würde sagen, wir laufen erstmal hoch, verkaufen das Fleisch
und die Pelze, ja, die Pelze. Und dann laufen wir wieder runter. Und dann von hier aus laufen wir nach rechts hinten Richtung unseren Außenposten oder Lesnica. Und da müssten ja auch noch Wölfe sein. 15.36 Uhr und kein Mensch ist hier auf Arbeit. Wo kommt Nian jetzt her? Let me show you my wares. Erstmal kriegst du die Äpfel von den Banditen. Die Bierflasche kriegst du. Dann habe ich hier Brennholz zehnmal. Das kannst du alles gebrauchen. Dann Fleisch. 84 mal Fleisch. Dann das gebratene Fleisch von den Banditen. Zeig mir deine Ware. Weiter geht's. Ja. Dann habe ich noch Kohle gefunden bei den Banditen. Den Käse kriegst du. Noch Käse und Pelze. Dann habe ich auch Pflaumenwein. Stachelbesetzten Knüppel. Stöcke. Einen Trinkschlauch. Eine Weidenkiste, eine Weinflasche, ein Weizenbier und Zwiebeln. Nun, sieht's doch schon wieder ganz gut aus, für mich jedenfalls. Ich habe meinen ganzen Krempel los. Dann habe ich noch eine Fackel für dich. Und hier habe ich noch mehr gebratenes Fleisch. Getrocknetes Fischfilet 2. So, jetzt hat er noch 101 Geld. Das Messer kannst du dir nicht leisten. Alles klar, das war's dann auch. Leb wohl, mein Freund. Ja. Wir sehen uns, du hast recht. Jetzt schauen wir mal in unser Budget, ins Journal. Herausforderungen, die legen wir uns mal. 7 haben wir schon, alles klar. 7 Stück. Machen wir doch plus noch 15. Nee, noch 18. Jetzt, wo gleich Feierabend ist, jetzt wackeln die nochmal aufs Feld. Das gibt's doch wohl nicht. Das sind 4. Naja gut, in 2 Stunden können sie noch was machen. So, es müssten ja hier unten auch noch Wölfe sein. Müssten eigentlich noch 2 aufschlagen hier. Wahrscheinlich kommen nicht so viel Venting Best-Tast in der Richtung. So, gut, wir laufen mal hier hinter. Eigentlich haben wir gar nicht so viel heute gejagt. 5 Stück haben wir erlegt. Das ist auch nicht so viel für den ganzen Tag. Na gut, die Banditen haben uns schon ein Stück aufgehalten. Aber hier hinten müsste es jetzt nochmal welche geben. Schauen wir mal hier hoch.
Hm. Jetzt sind wir schon in Lesnica. Nicht der Wagen. Hier sind keine Wölfe. Banditen sind ja auch keine. Aber hier hinten raus wandert noch mal ein Wolf, wenn ich mich recht entsinne. Den Weg hier hinter müssten eigentlich noch mal welche gewesen sein. Ach, da wollte ich einen Bauhammer haben, den müssen wir ja auch noch hochschaffen. Alles klar, den Kupferhammer. Da ist er doch. Ach, das sind Wildschweine, die will ich nicht. Fackel liegt hier. Eine. Wenn du mich so drum bittest, dass ich dich umschieße, dann erschieße ich dich auch. Dummes Schwein. Hier oben müssen wir, glaube ich, auch mal aufpassen. Da bin ich irgendwie meinen allerersten Banditen begegnet. Wo sind wir denn? Hier. Oh.
Da unten ist ein Banditenlager, ja, aber keine Banditen. Aber da oben könnten jetzt noch Kinder. Hier ist ein Banditenlager, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Was gibt's denn hier? Oh, hier gibt's Satteltaschen und das war das einzige Interessante. Hier ist noch ein Sack mit Leinensamen, mit Mehl und Pflaumenwein. Ein Säckchen und da ist noch ein Sack mit Karottensamen. Guck an. Zwiebelsamen. Da hat er wieder die Hansen dort reingepackt. So ein Quatsch. Hier ist noch ein großer Rucksack. Strohhut. Ja, den können wir in Ansgar geben. Hier ist noch ein Wagen. Den haben die geplündert oder was? An dem Wagen ist gar nichts. Gut. So, ach, hier liegen Holz rum. Eine Tasse. Hier auf der alten Matte liegt gar nichts. Hier liegt noch was rum. Ein einfacher Rucksack. Die haben alle Rucksäcke hier liegen lassen. Und da haben wir reingeschaut. Haben wir hier reingeschaut? Ja, da ist nichts. Gut, jetzt laufen wir mal hier hinter. Ich habe da hinten noch was gesehen. Entweder ist es hinter Banditen oder. Nee, keine Banditen. Alter Lux steht hier rum. Gut, alles klar. Dann laufen wir jetzt nach Hause. Also, ich laufe jetzt nach Hause, den bekannten Weg. Da sind ja auch keine Banditen, da sind wir ja gefahrlos. Und wir sehen uns dann zum nächsten Abenteuer wieder. Alles klar, meine Freunde. Dann bis zur nächsten Folge. Alles klar. Tschüss. Ja. Eltern, passt auf eure Kinder auf. Die Gertruda ist hier abends um 23.49 Uhr wandert die noch hier im Dorf rum. Wie alt ist sie? Ist nicht daran interessiert, mit mir zu sprechen. Ja, ich denke auch, dass du jetzt mal nach Hause marschierst.